Moin moin liebe Leute und willkommen bei Lore of Warcraft. Ich freue mich hier riesig auf diese Folge. In den letzten Folgen haben wir etwas über den Krieg der Ahnen, Illidan, Todesschwinge und die Pandaren gehört. Und jetzt kommen wir zu einer Folge über Suramar, die Säulen der Schöpfung, über die Königin Ashara und die Zerschlagung der Welt und den Mahlstrom. Ich bin super gehypt und ich werde auch ein bisschen was aus der Zukunft schon mit einbauen oder aus unserer jetzigen Gegenwart geschichtlich, denn Warbringers Ashara ist ja neulich rausgekommen und das werde ich hier mit in die Folge einbauen, auch wenn das chronologisch eigentlich gar nicht hier hingehört, aber es passt einfach sehr, sehr gut in all das, was wir in der Folge passieren wird. Die wird auch mal wieder ein wenig länger, dann habt ihr wieder was zum Hören, während ihr einschlaft, irgendwas schreibt, arbeitet oder was auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Und wir fangen auch einfach mal an mit dem Thema Suramar und die Säulen der Schöpfung. Während Schlachten auf Zentral-Azeroth tobten, wuchs einer Elitetruppe der Hochgeborenen die Sorge um die Zukunft. Es war eine kleine Sekte und sie diente als verlängerter Arm Asharas. Geheime Pläne zur Stärkung von Azeroth wurden von diesen Elite-Truppen umgesetzt. Und sie hatten zahlreiche Pflichten und dabei war am wichtigsten die Bergung mächtiger Artefakte für die Kammer der Antiquarien, allen voran die Säulen der Schöpfung. Das waren Artefakte, durch die die Titanen den Wächtern die Möglichkeit gaben, Ordnung zu schaffen. Also Titanen haben die hergestellt und die Wächter hatten sie in ihre Obhut, um Ordnung über Azeroth zu bringen. Dazu zählten der Hammer von Kasgoroth, die Tränen der Elune, Golganets Gezeitenstein, die Aegis von Aggramar und das Auge von Amantul. Und all diese Dinge kennen wir auch, denn die Questreihen während Legion in jedem Gebiet zielten darauf hinaus, genau diese Dinger zu sammeln. Und später benutzten wir sie, um auch das Grabmal von Sargeras neu zu versiegeln, sodass das Portal dort geschlossen wurde. Und gerade das Auge von Amantul bekommt eine besondere Bedeutung, da kommen wir auch später nochmal zu, in Bezug auf diese Elitetruppe, auf die Nachtfestung und auf Gul'dan. Die Elitetruppe schwor der Königin Ashara ihre Treue, doch schnell veränderte sich die Sicht der Dinge, je länger der Krieg andauerte. Und ihre Anführerin, die Großmagistrix Elisande, fürchtete, die Legion scherte sich nicht wirklich um die Hochgeborenen und sie hatten bereits mit monströsen Dämonen einen Großteil Suramars zerstört und das umliegende Gebiet mit Teufelsmagie verdorben. Und das Misstrauen wuchs noch mehr, als der Plan der Dämonen öffentlich wurde, oder für die Elitetruppe öffentlich wurde. Suramar sollte ein weiterer Stützpunkt im Krieg werden. Der Tempel der Elun wurde genutzt, um ein Portal in den wirbelnden Nether zu öffnen. Sollte das klappen, würden noch mehr Legionstruppen kommen und den Nachtelfenwiderstand von innen heraus zerschlagen. Elisande glaubte, dass dieses Vorhaben die Nachtelfen, die Hochgeborenen und die komplette Stadt vernichten würden. Und Elisande und ihre Anhänger schmiedeten also einen Plan, um das Vorhaben der Dämonen zu sabotieren. Sie trennten jegliche Verbindung zu den anderen Hochgeborenen und begannen, das Portal neu zu versiegeln. Und dazu wollten sie die über Jahre gesammelten Artefakte nutzen, besonders die Säulen der Schöpfung. Denn die hatten die Macht, die Teufelsmagie und das Portal zu neutralisieren. Und gerade als das Legionsportal Grollen zum Leben erwachte, nutzten die Hochgeborenen ihre Magie und verschlossen das Portal mit einem unzerbrechlichen Siegel. Und obwohl damit ein zweites Portal in Azeroth verhindert war, schlossen sich Elisande und der Rest ihrer Truppen nicht wieder dem Widerstand um die Hochgeborenen an. Sie konzentrierten sich darauf, ihre Besitztümer zu beschützen. Und mit Hilfe des Auges von Amantul erzeugte sie ein riesiges Reservoir arkaner Magie, bekannt als der Nachtelfen. Und
sie war Zentrum und Quelle der Macht, um zukünftiges Unheil zu bekämpfen. Doch im Grunde war dieser Brunnen ein Teil des drohenden Unheils. Und in den folgenden Jahrtausenden wurden Elisande und ihr Gefolge verändert und wurden so zu den Nachtgeborenen. Elisande kennen wir als Boss, als der 9. von 10 Bossen in der Nachtfestung. Und sie hat die Macht, die Zeit selbst zu kontrollieren und zu ändern und ist die Wächterin über den Quell der Nacht, über diesen Nachtbrunnen, von dem wir geredet haben. Und Gul'dan nutzt diesen Nachtbrunnen und das Auge von Amantul, um die Seele Illidans wieder zurückzuholen und für seine Zwecke zu missbrauchen. Das ist ja auch, was wir in dem Kampf sehen. Und die Nachtgeborenen sind bis dahin ja erstmal größtenteils unsere Feinde. Einige schließen sich uns an, darunter unter anderem ja auch die Talisra. Ich muss immer überlegen, wie sie heißt, ob es Talisra oder Talrissa ist. Talisra ist es tatsächlich. Diese schließt sich ja uns an und die Nachtgeborenen werden ja auch ein spielbares Volk für uns in World of Warcraft, für die Horde. Ich habe mich selber ein bisschen gewundert, warum werden die zur Horde kommen? Sie sind ja eigentlich Nachtelfen. Und das wird auch in der Questreihe erzählt. Ich verlinke euch gerne mein Video zu der Questreihe. Ich habe ja die verbündeten Völker größtenteils schon gespielt und ein kleines Mini-Let's Play draus gemacht. Und es war so, dass die Nachtgeborenen eigentlich den Nachtelfen und der Allianz sich anschließen wollten, aber die Allianz ganz große Bedenken hatten und sehr misstrauisch gegenüber den Nachtgeborenen waren. Und dieses Misstrauen und dieser Abstand und diese Ungehaltenheit fanden sie halt echt blöd und sie haben sich der Horde angeschlossen, denn die Horde ist sehr offen gegenüber Flüchtlingen, sage ich mal, und gegenüber den Ungewollten. Und außerdem haben Horde und Nachtgeborene halt sehr gut zusammen gekämpft, besonders mit Lady Lia drin. So viel erstmal zu Suramar und den Säulen der Schöpfung. Als nächstes kommen wir zum Thema der Fall von Sinajari und die Zerschlagung der Welt. Bisher ist ja immer noch ein großer Kontinent und wir kennen Azeroth ja aber als Planet mit vielen Kontinenten, mit dem Mahlstrom und vielen kleinen Inseln. Das werde ich euch jetzt erklären, wie das überhaupt passiert ist. Trotz einiger verheerender Niederlagen hatte der Nachtelfenwiderstand immer noch Hoffnung. Denn sie hatten einen tapferen Anführer namens Yaroth Schattensang. Und er hatte die Führung übernommen, obwohl er nicht von adligem Blut war. Er war aber dafür ein sehr brillanter Stratege und großartiger Krieger. Und nichts war ihm im Weg und er scheute auch keine Mühe, um den Widerstand zu stärken. Er lehrte die Nachtelfen, ihre angeborene Fremdenfeindlichkeit zu überwinden und nahm sogar andere Völker Azeroths in seine Armee auf, darunter die Irdenen, die Tauren und die mächtigen Firbolgs. Sogar unter den verfeindeten Hochgeborenen fand der Nachtelfenwiderstand Verbündete. Dazu zählte Dathrimar Sonnenwanderer, welcher erkannt hatte, dass die Allianz mit den Dämonen der Untergang für alle war. Und so schloss er sich mit seinen Hochgeborenen den Widerstand an und schwor Ashara ab. Zusätzlich dazu waren sogar die wilden Götter des Bergs Hyjal dazugestoßen, und zwar auf das Drängen von Cenarius. Sie waren mächtigere Gegner, als die Dämonen je gesehen hatten, und selbst riesige Dämonen wirkten neben ihnen wie Zwerge. Die wilden Götter hatten zusätzlich auch Begleitung von vielerlei magischen Waldwesen, unter anderem die Dryaden und die Chimären, die wir auch aus früheren Lore-Folgen schon kennen, und sogar die weisen und mächtigen Treants, Baumwesen des Hyjal, kämpften mit. Und Yaroth Schattensang begann dann auch direkt mit dieser riesigen Armee einen Überraschungsangriff. Und sie hatten als vereinte Armee die Stadt gestürmt und trafen auf eine Unzahl an Dämonen. Der Blutzoll war dann erschreckend hoch. Auch wenn abertausende Dämonen im Kampf fielen auf der Seite des Widerstands ebenso viele.
Selbst die wilden Götter wurden von den Dämonen übermannt und die schwarzen Klingen und die Teufelsmagie waren mächtiger, als sie erwartet hatten. Während diese Schlacht tobte, drangen Malfurion und Tyrande und eine kleine Gruppe von Kämpfern zum Brunnen der Ewigkeit vor. Sie wollten die Drachenseele in ihren Besitz bringen, um zu verhindern, dass die Legion sie benutzen könnte. Und schon bald stieß auch Illidan zu ihnen, welcher behauptete, sich der Legion und den Hochgeborenen, nur angeschlossen zu haben, um die Pläne herauszufinden. Malfurion misstraute Illidan weiterhin, denn eine viel größere Gefahr war nun wichtig geworden. Denn der Brunnen der Ewigkeit war nun ein Portal geworden, durch das Sargeras selbst nach Azeroth kommen sollte. Das alles erleben wir auch in den Höhlen der Zeit, dort können wir die Instanz der Brunnen der Ewigkeit spielen und das alles miterleben. Schnell begriff Malfurion, dass keine Armee dieser Übermacht gewachsen wäre. Und die einzige Chance war, den Brunnen der Ewigkeit zu zerstören. Auch wenn ein Akt von solch großem Ausmaß der Zerstörung unvorstellbar war und dem widersprach, was Malfurion von Cenarius über Natur und Gleichgewicht lernte, wusste er, dass das die einzige Möglichkeit zur Rettung der Welt war. Denn der Brunnen war die einzige Verbindung zwischen der Welt der Dämonen, also dem wirbelnden Nether, und der materiellen Welt. Nachdem sie die Drachenseele erobert hatten, drangen Malfurion und seine Begleiter in Asharas Palast ein. Sie sahen, wie die Hochgeborenen einen Versuch unternahmen, das Portal mit ihrer Magie zu stabilisieren. Und entschlossen, dies zu verhindern, setzte er die Drachenseele ein, um einen mächtigen Sturm heraufzubeschwören. Dieser gewaltige Ausbruch von Magie dezimierte die Dämonen und die Hochgeborenen in Sinajari. Der Plan ging also auf, das Ritual war gestört. Während Sargeras sich dem Portal näherte, um hindurchzuschreiten, löste sich das magische Geflecht der Hochgeborenen und ein instabiler Wirbel aus Arcana-Magie entzündete sich. Die magische Quelle im Brunnen der Ewigkeit verschlang sich selbst und in diesem Moment wurde Sargeras zurück in den wirbelnden Nether geschleudert, genauso wie viele seiner Legion ebenfalls. Und flüchtige Energien peitschten aus dem Brunnen hervor und fegten über die materielle Welt. Während Wutschreie durch den Nether hallten, begann die Welt Azeroths zu kollabieren und Erdbeben entstanden und die Oberfläche Azeroths fing an aufzureißen. Der Nachtelfenwiderstand und Malfurion waren also siegreich, doch sie zahlten einen extrem hohen Preis. Die Nachtelfen rannten so weit sie nur konnten vom Brunnen weg, während dieser vollständig zerbarst und eine kataklystische Explosion verursachte. Die heulenden Ozeane strömten in die Leere, welche die Explosion übrig ließ, und riss Cenarjari mit. Diese Apokalypse kam dann irgendwann auch zum Stillstand und dann sahen die Nachtelfen das Ausmaß der Zerstörung. Die Welt selbst war zerstört und beinahe 80% von Kalimdors Oberfläche zerschmettert und übrig blieben nur ein paar voneinander getrennte Kontinente und kleine Inselgruppen. Und über dem Brunnen der Ewigkeit wirbelte ein brodelnder Energiesturm. Dieser wurde fortan der Mahlstrom genannt. Er sollte für immer als Mahnmal für den Preis des Krieges stehen. Alle Bewohner Azeroths sahen sich nun mit einer unwiederbringlich veränderten Welt konfrontiert. Das war aber auch nicht das letzte Mal, dass Elfen auf die Idee kamen, irgendeinen Brunnen zu erschaffen, um ein Portal zu machen. Denn im Add-on Burning Crusade gibt es den Raid, das Sonnenbrunnenplateau. Und dort passiert tatsächlich genau das Gleiche. Blutelfen in diesem Fall machen einen neuen Brunnen der Ewigkeit, den sie den Sonnenbrunnen nennen, füttern ihn mit Energien und dieser wird zum Portal für Khil Jaeden, den wir dann zum Glück auch in dem Moment besiegen. Also in dem Moment, in dem er durch das Portal kommt. Das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel bei den Nachtelfen, die haben sich eigentlich der Arkan-Magie abgeschworen, während die Blutelfen genau die sind, die immer mehr auf die Arkane-Magie abgefahren sind.
Trotzdem sind Nachtelfen natürlich in der Lage, arkane Magie zu nutzen, auch wenn das sehr, sehr lange Zeit wirklich verpönt war. So, was hat das Ganze mit Warbringers Ashara zu tun? Ich hoffe, ihr habt es alle gesehen. Wenn nicht, bitte kurz Pause machen, 7 Minuten investieren, dieses großartige animierte Kurzwerk sich anzugucken und dann gerne wieder zurückkommen und weiterschauen, was ich hier zu erzählen habe. Oder ihr lasst es euch einfach von mir erzählen, ohne das vorher geguckt zu haben. Das überlasse ich euch. Wir sehen, was passiert, nachdem das alles passiert ist, was wir jetzt gerade gehört haben. Ashara versucht, alle zu retten. Und zwar, indem sie eine riesige arkane Blase sozusagen um sich aufbaut, ein Magiefeld aufbaut, in der Hoffnung, sich und ihre gefolgsamen Leute zu retten. Doch das funktioniert nicht. Und auch sie werden in diesen Mahlstrom hinabgezogen. Und dort war sie eine unbestimmte Zeit. Also es ist nie wirklich rausgekommen, glaube ich, wie lange sie wirklich da war. Um sie herum schwimmen abertausende Tote, Hochgeborene. Sie selbst droht zu ertrinken. Und plötzlich fängt an, eine Art Fisch mit ihr zu sprechen. Und dieser stellt sich nicht als Fisch raus, sondern als der alte Gott M'Zoth. Dieser alte Gott ist auch der, der Todesschwinge verderbt hat. M'Zoth sagt dann, er hätte lang beobachtet, was Ashara tat und nutzte sie dann für seine Zwecke, gab ihr aber das Gefühl, über ihn Macht zu haben. Er bietet ihr an, sie zu retten und sie möchte sich aber nicht versklaven lassen und im Endeffekt passiert aber genau das, denn M'Zoth weiß, wie machtbesessen sie ist und was sie alles tun würde, um ihr Volk zu retten. Er gab ihr aber nicht einfach die Möglichkeit zurückzukehren, denn er wollte mehr. Er wollte sie und ihre Leute zu seiner Armee machen und so verwandelte er sie in abscheuliche Wesen. Und diese Wesen wurden fortan als Naga bekannt. Und wir bekämpfen die auch immer wieder, unter anderem Lady Vash zum Beispiel oder auch andere Naga tauchen immer wieder auf, egal in welchem Addon. Und auch in Battle for Azeroth soll Ashara und die Naga eine große Rolle spielen und wir werden ihr begegnen. Und über Äonen hinweg waren sie tief verborgen und im Mahlstrom gefangen und richteten eine neue Heimatstadt, eine neue Hauptstadt Nas-Jahr-Tah im Mahlstrom. Und ja, das ist etwas, was nie genauer beschrieben ist, glaube ich. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwo genau beschrieben ist, wie sie wieder zurückkehren. Auf jeden Fall haben sie dort lange, lange Zeit gelebt und dort ihre Mächte gesammelt und wurden immer mehr von M'Zoth beeinflusst und verdorben. Und da sieht man nochmal wieder, was für einen großen Einfluss die alten Götter noch immer auf die Welt von Azeroth haben. Das ist tatsächlich alles erstmal zu den Nachtelfen, den Hochgeborenen und Suramar. Aber es gab einen Fleck in Azeroth, der tatsächlich von der Zerstörung verschont blieb. Und zwar war das Pandaria. Ich hatte überlegt, das in ein einzelnes Video zu machen, aber das wäre irgendwie nur 5 Minuten gegangen, deswegen packe ich das gerne hier noch mit rein. Und zwar hat Pandaria da eine sehr interessante Geschichte. Über die Jahrtausende gab es nach den Mogu natürlich eine Reihe friedlicher Kaiser, die dieses Land regierten. Und diese friedlichen Kaiser waren alle Pandaren. Und kurz vor der Invasion der Dämonen in Azeroth hatte ein neuer Kaiser den Thron bestiegen, Shao Hao. Er wusste nicht, dass seine Regentschaft große Veränderungen für Pandaria bringen sollte. Und wie üblich für einen neuen Kaiser rief er die Jin Yu zu sich, um sich die Zukunft vorhersagen zu lassen. Doch diese Zukunft war schrecklich.
Es war nicht wie bei allen anderen etwas Schönes zu sehen, ein blühendes Land, sondern die Jinju prophezeiten eine blutrünstige Invasion von Dämonen und in grünes Feuer eingehüllte Königreiche. Und das Land selbst sollte unter Qualen schreien. Wie wir gerade eben gehört haben, ist das ja auch tatsächlich passiert. Und in seiner Verzweiflung suchte Shao Hao Rat bei den himmlischen Erhabenen und seinem besten Freund, dem Affenkönig. Mit ihrer Hilfe verdrängte er die dunklen Emotionen, die sein Herz plagten, und diese waren Zweifel, Verzweiflung, Furcht, Zorn, Hass und Gewalt. Und das alles entwickelte dann aber ein Eigenleben. Die Emotionen manifestierten sich als mächtige Wesen namens Sha. Shao Hao benutzte seine Weisheit und bekämpfte die Sha, woraufhin er sie unter der Erde einsperrte, wo sie weiter vor sich hin vegetierten und verderben sollten. Er gründete anschließend einen Eliteorden, die Shadowpan, welche über die eingesperrten Wesen wachen sollten. Wie wir später erfahren werden, noch genauer im Detail, wurden die aber auch immer wieder beeinflusst von den Sha, die ja eigentlich Abstammung der alten Götter sind, Yashiraj, um genau zu sein. Und erfüllt von neuen Energien und Zuversicht machte sich Kaiser Shao Hao daran, Pandaria vor der Zerschlagung zu retten, indem er Pandaria vom Rest der Welt abtrennt. Das war jedenfalls sein Plan. Und er versuchte das, doch irgendwie gelang es ihm nicht, egal wie sehr er sich konzentrierte, und Zweifel und Angst überkamen ihn und machten die Schar unter der Erde unruhig. Während die Teufelsmagie am Himmel tobte, bat der Kaiser die Jadeschlange, die weiseste der himmlischen Erhabenen, um Hilfe. Als sie erschien, erklärte sie Shao Hao, dass Pandaria nicht allein sein Reich war, sondern alles miteinander verbunden war. Alles war eins. Da erkannte der Kaiser dann auch, dass er, um das Land zu retten, eins mit ihm sein musste. Seine persönlichen Wünsche und Träume von langem und glücklichem Leben durften nicht über den Dingen stehen. Und mit klarem Geist und entschlossenem Herzen verschmolz seine Seele mit dem Land und erschaffte es, Pandaria vom Rest der Welt abzulösen. Und seine Essenz hüllte Pandaria in dichten Nebel, der es von der Außenwelt verborgen hielt und es vor der Zerschlagung schützte. Und die nächsten Jahrtausende blieb es unentdeckt und sein Name versank in den Legenden. Und das kennen wir auch, bis Mists of Pandaria haben wir davon tatsächlich nichts gewusst, großartig, abgesehen vom Braumeister, wie hieß denn der, Braumeister Chen, dessen Fass wir finden, und in Warcraft 3, wenn ich mich nicht irre, kommt ja auch ein Pandare drin vor. Das ist bis dahin der einzige. Und in Mists of Pandaria finden durch Zufall mehr oder weniger die Horde und die Allianz Pandaria, und dort fangen wir auch die Pandaren an zu spielen, die bis zum Level 10 ungefähr grundsätzlich neutral sind und sich dann entscheiden, auf wessen Seite sie übertreten wollen. Dazu werden wir in späteren Lore-Videos auch noch genauer kommen. Es gab allerdings, was ich noch dazu sagen wollte, eine negative Emotion, die Shao Hao nie besiegen konnte. Und das war Stolz, denn noch viele Jahre, nachdem er sein Volk und Land rettete, lauerte diese Emotion in den Schatten von Pandaria. So, der Stolz ist nämlich auch das, was zum Beispiel dann unser Verhängnis wird in Mists of Pandaria, wenn Garrosh sich dem Land widmet und es erobern will und sein Stolz ihm einfach im Weg steht und er vom Schar und von den alten Göttern, Yashiraj, um genau zu sein, verdorben wird. Eine lange Geschichte, die wir auch noch erzählen werden, aber für heute war es das tatsächlich erstmal, und in der nächsten Folge widmen wir uns einer neuen Weltordnung. Alles ist verändert, die ganze Welt ist verändert, und was das für die Völker von Pandaria heißt, erfahrt ihr in meinem nächsten Podcast. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören, ich freue mich, dass ich mal wieder ein längeres Video geschafft habe. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und
Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, Leute, gehabt euch wohl, viel Spaß und haut rein!